Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ihr seid gerade die Augenbraue hochgezogen. Egal, sei es drum. Ja, bei mir ist heute Mittwoch, der 6. Mai. Ist ja schräg. Zurzeit nehme ich immer Mittwoch auf. Und ich habe gestern, Wartet, entschuldigt. Ich habe gestern irgendwie Blödsinn angestoßen und der kommt mir gerade ein bisschen blöd zum Stehen. Ihr wisst ja, dass ich immer mein Leben mit euch teile, darum kann ich euch auch diesen Blödsinn mit euch teilen. Die, die mich schon länger verfolgen, wobei ich immer dieses Wort so gruselig finde, die mich verfolgen, da kriegt man voll die Paranoia so. Ja, also die, die schon öfter zugeguckt haben, die werden wahrscheinlich wissen, dass ich ja eine leidenschaftliche Amiibo-Kartensammlerin bin. Wobei ich zu meiner Mutter erst vor kurzem gesagt habe, ja, Mama, mir ist klar, dass es voll viele Karten gibt. Ich meine, das müssten jetzt, glaube ich, um die 450 oder 500 Stück sein. Aber ich will halt die, die ich am süßesten finde, die mir am besten gefallen. Und all die anderen, die brauche ich auch nicht für mich. Also ich habe jetzt nicht den riesen Ehrgeiz, diese Sammlung fertig zu bekommen oder die Sammlung irgendwie zu was Besonderem zu machen, im Sinne, dass es komplett ist oder eben, dass da irgendwie nur die besonders teuren drin sind oder eben nur ganz günstig oder wie auch immer. Sondern so bei mir ist es der Wunsch, dass ich die bekomme, die ich halt am liebsten mag, die Karten, die mir sehr gut gefallen und ja. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt gestern Nacht einen Post losgeschickt mit welche Karten ich noch suche. Und es sind dann, glaube ich, noch so 4, 5, vielleicht auch 10 Karten. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste jetzt gerade nachzählen. Und da ich jetzt gerade schon mal aufs Handy geguckt habe, was er gesagt hat, auf den iPod, würde ich das jetzt lassen, weil das wäre jetzt so unhöflich meinerseits. Und so unhöflich will ich jetzt doch nicht sein. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eben meine Karten, die ich noch suche, angegeben. Und in dem Moment ist mir dann etwas aufgefallen, nämlich, dass ich oftmals Nachrichten bekommen habe, die nicht zu dem, was ich geschrieben habe, gepasst haben. Also ich habe jetzt innerhalb von dieser kurzen Zeit von nicht mal 24 Stunden mindestens 3 Nachrichten bekommen, also anders formuliert. Sonst gibt es keinen Sinn, fällt mir gerade auf. Also ich habe bei mir auf meinem Ding gesucht, ich suche zum Tausch. Das ist meine Bedingung, ich will nur tauschen, ich verkaufe nicht. Und kaufen tue ich nur, wenn es hart auf hart kommt. Also wenn man es mir anbietet, kaufe ich auch. Aber eben nur dann, wenn es Karten sind, die ich brauche. Aber ich verkaufe nicht, weil ich finde, das ist, ja, ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz schlimme Sache und auch eine Frechheit gegenüber denen, die jünger sind und die dieses Spiel spielen und diese Karten wirklich so aus Sammelleidenschaften, weil sie die Figuren wirklich zusammen haben wollen, sammeln, zu sagen, ich verlange dafür Geld. Das finde ich nämlich nicht richtig. Und ich möchte lieber, dass wir sozusagen sowohl die Person, die am einen Ende, als auch ich irgendwie am Ende sagen können, cool, wir haben was, was wir brauchen. Und das ist dann wirklich so im Sinne von, das ist dann toll. Ja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, gestern, wie gesagt, den Post zu schicken. Und ich bekomme jetzt gerade so, ich habe jetzt über Nacht, kein Witz, glaube ich, 15 Nachrichten bekommen. Nur mit dem Inhalt, verkaufst du auch, verkaufst du auch, verkaufst du auch. Wo ich mir dann denke, die Regeln von der Gruppe sind eigentlich, du schreibst hin, was du möchtest. Nämlich verkaufen oder tauschen oder suchst. Und ich schreibe in die Überschrift gleich, ich suche zum Tausch. Und dann frage ich mich, wozu schreibt man überhaupt noch eine Beschreibung, wenn es keiner liest? Ich habe auch schon mal so Momente, wo ich überlesen habe, dass einer geschrieben hat, die Karte ist weg. Ja, und dann habe ich halt gefragt, ist die Karte noch da?
Aber ich habe immer stets zuerst gesucht, was sucht die andere Person? Habe ich was davon, was die sucht, um dann einen 1:1 Tausch durchzuführen? Und was ich auch nicht verstehe, wo ich natürlich wahrscheinlich nicht alleine bin, aber das ist wahrscheinlich so ein richtiges Sammelproblem, ist, ich verstehe nicht, weil man zum Beispiel, es gibt Karten, die kriegst du bei eBay für teilweise 40 Euro, 40, 50 Euro oder Minimum so 25 Euro und die nennt man dann die seltenen wertvollen Karten und ich für meinen Teil, ich würde jetzt, wenn ich eine seltene wertvolle Karte habe, die ich doppelt habe, die ich zum Tausch anbieten kann, zum Beispiel sei sie sagen, ist mir egal, dann tausche ich die lieber gegen eine, die zum Beispiel weniger Wert hat, weil am Ende des Tages hat dann die Person, die diese braucht und ich habe die, die ich brauche. Und ja, dann hat meine Mutter zu mir gesagt, das ist halt wahrscheinlich ein Wesenszug von mir, dass ich irgendwie bei sowas nicht so bin, dass ich suche, sage ich suche und suche das, was ich unbedingt nach dem Motto, Hauptsache, ich habe noch einen Gewinn und ich habe irgendwie 1:1 Tausch gemacht, sondern dass es mir eher um sowas geht, wie um, dass der andere und ich gleich viel davon haben vom Tausch. Und ja. Und. Ja gut, viele werden jetzt wahrscheinlich dieses Video voll langweilig finden, weil es eben nun mal ein Thema ist, das so in einem Fachbereich ist, es ist ein Nischenbereich. Es ist nun mal. Ich muss mal ganz. Nein, Leo. Nein. Flieg mir da bitte jetzt nicht runter. Das fände ich sehr schön. Ne? Ich muss mal ganz kurz aus dem Bild verschwinden. Ihr seht mich gleich wieder. Ich bin nur kurz weg. Und da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Da sind wir wieder. Entschuldigt, ich musste ganz kurz meinen Hasen also der hat ja immer dieses blöde Ding, wo er hochhüpft und zurzeit ist schon ein bisschen wackelig mit den Hinterläufe und das liegt wahrscheinlich an der Hitze, da ist schon immer ein bisschen. Also immer ein bisschen lapprig. Und ja, deswegen mache ich mir da mal ein bisschen Sorgen, wenn er da gerade hochspringt und dann da oben noch irgendwelche Turnübungen macht. Reicht ja das nicht. Das, was mir passiert ist, erst vor kurzem. Ja. Ich bin vor kurzem Treppe runtergeflogen. Also nicht tragisch oder so, sondern ich habe. Wisst ihr was? Das erzähle ich euch in einem anderen Video. Das ist nämlich vielleicht gar nicht mal so uninteressant für andere Leute, die es mit Asperger zu tun haben oder so. Ja, also gut. Nachdem ich mich jetzt mal meinen Ärger, meinen Frust und meine Meinung dazu kundgetan habe. Nein, eigentlich habe ich noch gar keine Meinung dazu kundgetan, fällt mir auf. Also ich muss sagen, ich finde es irgendwie zurzeit ein bisschen tragisch und schade, dass gerade so eine Mentalität des der andere Hauptsache, ich habe das, was ich will und dann auch noch ein bisschen zu teurem Geld. Und irgendwie sage ich ja schon öfter, dass ich eher der Meinung bin, man sollte bei sowas, wenn es um so Spielsachen geht oder so wirklich, und Animal Crossing ist nur ein Spiel, auch wenn es mal nicht jeder kennt, sollte man immer auch daran denken, dass nicht nur Leute Mitte 20, Ende 20, vielleicht 15 oder 16 dran arbeiten, sondern auch kleine Kinder von 10, von unter 10 bis Jahren. Ja, ich wollte gerade sagen, von unter 10 bis 5 Jahren. Aber es wäre dann von 5 bis 10. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Zeit, als ich ein kleines Mädchen war, ich war ja auch mal jünger und zwar in dem Alter rum, da habe ich ja zum Beispiel unglaublich gerne mit meinem Gameboy gespielt und ich hatte damals, war total verrückt nach Pokémon. Und wenn mir da irgendeiner gesagt hätte, ich müsste noch Bonusgeld dafür zahlen, da wäre ich mega traurig gewesen, weil ich mir das damals nicht leisten hätte können. Weil ich meine, mein Taschengeld waren, glaube ich, 5 Euro und für 5 Euro kriegst du eine 30-Euro-Karte, brauchst du da lang sparen. Also, das ist so das, wo ich dann sage. Man sollte immer ein bisschen auch an die denken, die eben, ja, die eben da so ein Taschengeld nur bekommen. Und nicht nur an die, die dann erwachsen sind, die in der Arbeitswelt sind und die sich dann das teure Zeug leisten können. Und ja, gut.
Aber ich muss auch sagen, allgemein. Nee, das erzähle ich euch auch in einem anderen Lied. Entschuldigt, ich bin heute irgendwie ein bisschen abgelenkt von meinem Hasen und von meinem iPod. Das sollte man eigentlich nicht machen. Aber ich teile ja mit euch alles. Und deswegen dachte ich teile auch diese Situation gerade. Weil ich warte gerade auf eine Nachricht, weil ich eben bald auf eine ganz bestimmte Karte warte. Also dann, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder halt E-Mail in die bell.outlook.com. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.